Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die zweite Kalenderwoche des Jahres 2019 und zwar für die Handelstage des vom 7.1. bis 11.1.2019. Wir wollen uns wie gewohnt hier an dieser Stelle auf die Märkte DAX, Euro, US-Dollar, S&P, Gold und als kleinen Bonus am Ende auch auf den Markt WTI Crude stürzen, wollen dieses charttechnisch analysieren, wollen schauen, wo sind wichtige Widerstände und Unterstützungen, was ist in den ersten Handelstagen des Jahres hier passiert und vor allem, was könnte hier in den nächsten Handelstagen eintreten, denn die Märkte sind ja grundsätzlich außer der Euro-US-Dollar erstmal gen Süden tendierend, sei es die Indizes, sei es dann schlussendlich auch der WTI-Crude-Preis, Gold auf dem Weg nach oben und der Euro-US-Dollar mehr oder weniger seitwärts. Das werden wir uns alles anschauen und schauen, wo sind denn hier jetzt gegebenenfalls Bereiche, wo man vielleicht einsteigen könnte. An dieser Stelle ganz kurz erstmal der Blick auf den Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen erstmal kurz auf den YouTube-Kanal von JFD Brokers. Hier seht ihr die letzte Trading-Wochenanalyse und ihr habt hier wie gewohnt unter der Analyse entsprechend die Märkte aufgelistet, über die ich spreche. Und wenn ihr dann hier zum Beispiel nur euch die Analyse des S&Ps anschauen wollt oder vielleicht nur die Goldanalyse euch interessiert, dann habt ihr die Möglichkeit, hier hinten entsprechend auf diese Uhrzeiten zu klicken und ihr kommt in der Analyse entsprechend hier in dieser Zeitskala dann entsprechend direkt zu der Analyse des Marktes und ihr braucht euch nicht dieses ganze Video, was ja hier meistens dann doch 30 bis 40 Minuten geht, euch anzuhören, wenn euch dann hier vielleicht nur der ein oder andere Markt interessiert. Also hier zum einen der Hinweis auf diese Geschichte und dann als zweites würden wir uns natürlich weiterhin recht stark darüber freuen, wenn ihr hier den Videos einen Daumen hoch gebt, wenn ihr unter dem Video unten hier darunter kommentiert, Fragen gern auch stellt, eben ran Anregungen, Sorgennöte, Anregungen, was ihr da eben auch immer habt, einfach unter dem Video kommentieren und wir werden sehen, dass wir das natürlich dann in die jeweiligen Analysen auch mit einarbeiten oder eben entsprechend uns vielleicht auch Ideen zu neuen Videos, zu neuen Geschichten entsprechend dann eben hier gegeben werden. Wir switchen ganz kurz auch auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche an dieser Stelle. Da kommt nicht so viel. Wir hatten in der vergangenen Handelswoche Freitag ja die Non-Farm Payrolls. Wir hatten um 16.15 Uhr dann auch die Rede des FED-Präsidenten Powell. Das kommt dann in der kommenden Woche auch nochmal. Aber es war erstmal so, dass am Freitag zwar zudem an dem Tag, wo die Non-Farm Payrolls rauskamen, wo dann auch diese Rede des FED-Präsidenten war, die Märkte sind ja recht stark gestiegen. Gold gab am Freitag dann etwas nach. Also wir hatten schon charttechnisch sehr saubere Trendbewegungen, allerdings gegen die Kernrichtung, die hier aktuell an den Märkten stattfindet. Aber die direkte Reaktion auf zum Beispiel die FED-Rede oder die Rede des Präsidenten beziehungsweise die direkte Reaktion dann auch auf die Non-Farm-Payrolls am Freitag um 14.30 Uhr, die waren jeweils nicht so groß. Von daher denke ich, wird das auch in der kommenden Handelswoche so sein. Wir haben als wichtige Punkte für unsere Märkte, über die wir hier sprechen, haben wir zum einen dann FOMC, das FOMC-Protokoll am Mittwoch um 20 Uhr, hier eben schon angesprochen, die Rede des FED-Präsidenten Powell und dann hier am Freitag dann auch nochmal um 14.30 Uhr Verbraucherpreisindex aus den USA. Das sind grundlegend Dinge, die man im Hinterkopf behalten sollte, denn wenn man jetzt hier vielleicht kurz vorher Trades eingeht und dann zuckt der Markt doch mal so ein wenig hin und her, dann darf man sich hier nicht wundern. Also man sollte es schon natürlich im Hinterkopf haben, sich vielleicht einen entsprechenden Zeitalarm legen, aber ich denke, dass jetzt die Reaktionen auf die Märkte, und wir werden an dieser Stelle sicherlich auch irgendwann mal anders über diese Zahlen sprechen, wenn dann einfach der Markt auch etwas schärfer wieder reagiert auf diese Zahlen. Aktuell ist es nicht so schlimm, aber man sollte es auf jeden Fall mal für die kommende Handelswoche gehört haben. Wir starten mit dem Blick auf den DAX. Wir hatten in der vergangenen Handelswoche darüber gesprochen, dass wir natürlich sehr, sehr sauber abwärts tendierend sind. Das hat sich dann auch am Mittwoch und Donnerstag erstmal weiter so fortgesetzt. Wir hatten hier auch im DAX einen recht wichtigen Punkt markiert, beziehungsweise einen recht wichtigen Bereich markiert. Das war so knapp unter der Marke von 10.700, beziehungsweise mehr oder weniger ist es dann auch so der 10.700er Bereich gewesen. Das war so diese Zone hier in etwa, und zwar diese Zone dieser alten
alten Tiefs, dass dieser Bereich für die aktuelle oder für die vergangene Handelswoche der richtungsentscheidende Bereich sein sollte, dass alles, was da drunter stattgefunden hat, beziehungsweise dann stattfinden sollte, durchaus interessant ist für die Abwärtsseite. Und die setzte dann auch mehrfach ein. Also hier waren Gedanken des Verkaufs gar nicht so verkehrt. Nur, was sehr, sehr merklich war und was wir uns dann auch für die kommende Woche merken, beziehungsweise nicht nur für die kommende Woche, sondern auch für die Zukunft, falls wir dort nächste Woche vielleicht gar nicht hinkommen, in dem Bereich in etwa 10.400 hier unten baute der Markt, wir werden uns das gleich nochmal anschauen, auf kleinerer Zeitebene, ein sehr, fast extremes Unterstützungsniveau aus, was dann eben für die Zukunft gar nicht so uninteressant werden sollte, wenn wir da wieder hinkommen, gegebenenfalls kommende Handelswoche schon oder dann eben auch vielleicht übernächste Woche mal gucken, was der DAX morgen macht. Aber das so die vergangene Handelswoche. Erstmal war die Abwärtsseite recht interessant, aber so richtig Dampf kam eben nach unten da nicht aus, weder im DAX noch in den US-Märkten, dass hier eben neue Bewegungstiefs, neue Jahrestiefs unten neu ausgebaut werden konnten. Das war dann entsprechend nicht der Fall. Da kam dann eben am Freitag diese recht starke Aufwärtsbewegung. Wir hatten hier am Freitag in den Livestreams entsprechend sind wir erstmal davon ausgegangen, dass der Markt eben nicht solch eine scharfe Bewegung gen Norden macht, sondern dass er an diversen charttechnischen Punkten hier die Möglichkeit gegebenenfalls hat, die Abwärtsseite wieder aufzunehmen, dass wir eben hier doch in Richtung der Tiefs, in Richtung 10.400 eventuell wieder rutschen, beziehungsweise dann auch tiefer. Das ging dann im DAX einmal noch klein schief, Freitag war gar nicht so schlecht und dann im Dow Jones, da hatte ich auch den Gedanken und habe an einem Niveau den Markt verkauft, wo ich zwischenzeitlich erstmal eigentlich recht gesund im Profit war, obwohl der Markt so stark nach oben lief, da dann auch einen kleinen Gewinn rausziehen konnte, aber dann auch der Dow Jones relativ stark gen Norden lief und hier der DAX dann diesen richtungsentscheidenden Bereich am Freitag sogar durchstoßen hat, in den Widerstandsbereich 10.780 bzw. 10.800 lief und hier dann eben auch, wie man ja sieht, den Schlusskurs am Freitag fand. Also wir haben so ein leichtes positives Zeichen und wir müssen uns für die kommende Handelswoche dann auch das große Bild an dieser Stelle nochmal anschauen, denn wir sind ja hier erstmal im übergeordneten Bild abwärts gekommen, hatten dann hier zweimal in dem Bereich knapp oberhalb von 11.400 beziehungsweise man kann grob sagen die 11.000, hatten wir Unterstützung. Ja, und dann ging es ja, wenn man das als großes Bild lässt, hier dann eben in einer Welle nach oben, beziehungsweise hier nach oben, und dann kam ja hier so die nächste Welle auf der Abwärtsseite. Und diese Welle, dieses Tief hier, hatten wir in der vergangenen Handelswoche, ein bisschen fett der Pfeil, dann ging ja eben die nächste Welle und dann war ja hier das eben Widerstandsniveau. Und jetzt sehen wir, dass der Markt eben ja hier durchgelaufen ist und es jetzt durchaus interessant wird, wenn der Markt in den Bereich dieses Tiefs kommt. Sprich, der 11.000er Bereich ist durchaus realistisch angreifbar, aus diesem Bereich, da machen wir die Pfeile dann mal wieder so ein bisschen dünner, aus diesem Bereich ist es übergeordnet dann wieder denkbar, dass die Abwärtsseite eingegangen wird. Das zeichnen wir jetzt nochmal ein. Moment, ich nehme die Pfeile nochmal raus, dass man das übergeordnete Bild erstmal so ein bisschen noch vor Augen hat. Abwärts, ja, upala, Moment. Ich mache das nochmal ganz raus, Moment. Immer mit diesen ganzen Pfeilenstärken hier. Also, abwärts, ja, Erholung, abwärts, Erholung, abwärts. Und jetzt ist es durchaus denkbar, dass wir hier diese Erholung etwas stärker vollziehen, um dann hier, das wird charttechnisch ein bisschen unsauberer, um dann hier entsprechend erneut auf der Abwärtsseite zu pushen, beziehungsweise man vielleicht das hier als eine Welle betrachtet und dann ist es durchaus denkbar, dass der Markt in diesem Bereich läuft, um dann von dort die Abwärtsseite wieder einzugehen. Sprich, wir haben natürlich aus dem 800er Bereich in Richtung 11.000 durchaus noch 200 Punkte Puffer quasi, die wir vielleicht auf der Long-Seite handeln können. Somit teile ich jetzt, und dafür ziehen wir das Bild mal ein wenig zusammen, und Norden das Ganze für den Montag bzw. für die kommende Handelswoche hier im DAX mal ein wenig ein. Der in der vergangenen Handelswoche wichtige Bereich, den wir erstmal als Widerstand genutzt haben, das war der Bereich um die Marke 10.670 bis in etwa 10.700. Ja, das ist so diese Zone hier unten gewesen, dieser Bereich. Moment, das machen wir ein bisschen dünner hier, die Pfeile. Also, das markiere ich mal so ein bisschen. Ja, das ist so dieser Bereich hier.
Ja. Das war ja so der Widerstandsbereich, den wir eben für die Short-Seite erstmal hatten, wo ja der Markt dann auch eine ganze Zeit lang drunter war. Jetzt ist der Markt darüber gegangen, somit wird dieser in der vergangenen Handelswoche wichtige Widerstandsbereich automatisch zu einem nicht so unwichtigen Unterstützungsbereich. Und somit bedeutet das antizyklisch gegen die Kernbewegung, denn die Kernbewegung ist weiterhin abwärts. Ja, die Kernbewegung ist hier abwärts und wer wirklich nur prozyklisch handeln möchte, der sollte sich dann diese Aufwärtsseite, was ich jetzt gleich eben als kleinen Gedanken auf der Long-Seite entwerfe, der sollte das sein lassen und wirklich warten, dass der Markt an charttechnisch wichtige Punkte kommt. Und das ist hier zum einen, also nicht zum einen, sondern das ist erstmal der wichtige nächste charttechnische Bereich, und zwar so dieser 11.000er-Bereich, dass der Markt im Prinzip hier hinkommt, um dann aus diesem Bereich im Endeffekt wieder darauf zu setzen, dass der Markt anfängt, hier gen Süden zu laufen und ab da dann vielleicht eben wieder eine Sequenz für Short-Ideen eintritt. Oder aber, wenn der Markt jetzt hier direkt Schwäche findet, wieder unter diese Unterstützung 700, 670 läuft, um dann hier unten wieder auf die Abwärtsseite zu setzen. Hier unten kommt dann dieser wichtige Bereich 10.400, der hier in der vergangenen Handelswoche sehr, sehr wichtiges Unterstützungsniveau war. Ich denke, dass in dem ersten Zuge wird er da auch nicht durchkommen, denn gegebenenfalls kurz davor oder eben an diesem Bereich nochmal abprallen, aber idealerweise macht er das gar nicht so stark, um dann hier, und ich denke, wenn er dann hier durchgeht, dann kann das auch durchaus nochmal mit Schmackes stattfinden und dann ist es, denke ich mal, relativ zügig dann auch soweit, dass hier der 300er Bereich auf der Unterseite angelaufen wird, beziehungsweise dann eben der Markt in Richtung 10.000, beziehungsweise erstmal kommt zwischendurch noch 250, ich glaube 180, da kommen noch mal so ein paar Unterstützungen, um dann hier eben ja generell die Abwärtsseite zu handeln. Sind wir aber, und das ist ja so jetzt erstmal noch das antizyklische Longbild, bleiben wir oberhalb dieser 700, laufen vielleicht auch noch mal in diesen Bereich rein, wäre es natürlich erstmal durchaus auch denkbar, dass der Markt bis zu diesem Widerstandsniveau 11.000/11.040 läuft. Sprich, wir haben hier natürlich Chancen, die Aufwärtsseite zu handeln, ja, vielleicht Montag oder Dienstag, müssen wir mal gucken, wie der Markt sich verhält, vor allem auch, wo er ja reinkommt am Montag, ja, vom Eröffnungskurs, wäre dann hier die Long-Seite interessant, beziehungsweise dann hier oben dann in dem Bereich spätestens dann wieder die Short-Seite. Das ist erstmal so der Kerngedanke. Wenn wir dann allerdings über 11.000 laufen oder uns oberhalb von 11.000 etablieren sollten, was ja dann höchstwahrscheinlich bedeutet, dass wir hier mit der ein oder anderen Short-Überlegung im 11.000er-Bereich entweder vielleicht nur Break-Even landen, vielleicht nur einen kleinen Profit draus ziehen, vielleicht auch gar keinen Profit draus ziehen, sondern der Markt uns sagt, nee, 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 ich möchte nicht nach unten, ich möchte nach oben, dann ist es natürlich denkbar und dann wird es auch charttechnisch etwas eindeutiger. Wenn wir über 11.000 laufen, dann ist vielleicht das Jahr bzw. der Anfang des Jahres erstmal mit Stärke geprägt, bedeutet ja dann auch, schauen wir auch gleich auf die US-Märkte, dass diese dann auch oberhalb wichtiger Bereiche sind und sich dann, schaut mal hier, diese letzte Abwärtsbewegung, die war natürlich sehr, sehr schnell, dass dann eben der Markt sich doch hier entsprechend in Richtung der nächsten wichtigen Bereiche weiter vorarbeitet und wir dann etwas mehr und vielleicht dann auch etwas prozyklischer auf der Long-Seite unterwegs sind. Also das so die Kerngedanken, die Bereiche für die kommende Handelswoche, die ich mir erstmal so merke. In der vergangenen Handelswoche konnte ich leider nicht so gut performen. Ich bin leicht im Minus mit dem Start des Jahres und dann wollen wir mal schauen, ob wir in dem kommenden Jahr, entweder im DAX oder in den anderen Märkten, vielleicht hier wirklich den einen oder anderen guten Trade erwischen können, um dann auch eben die Jahresperformance wieder ins Plus zu bringen, neue Performance-Hochs auszubauen und dann eben natürlich hier Geld zu verdienen. Wir switchen mal weiter. Wir switchen auf den S&P und man sollte sich natürlich, wer jetzt hier den DAX handelt, sollte sich die S&P-Analyse anschauen und natürlich auch umgedreht ein wenig die Leute, die die S&P-Analyse sich jetzt anschauen, sollten sich vielleicht vorher noch die DAX-Analyse anschauen, denn das deckt sich natürlich bis zum gewissen Grad. Und wer in der vergangenen Handelswoche mit zugehört hat, beziehungsweise sich das Ganze eben hier auch als Analyse angehört hat, der weiß, dass wir hier in den US-Märkten an einem sehr wichtigen Bereich dran sind und dass eben der S&P diesen Bereich mit dem Schluss der vergangenen Woche, da waren wir noch nicht ganz an diesen Tiefs. Was ist das hier? Das sind die ganz, ganz lange Zeit, die Vorjahrestiefs.
Ja, also 2018, Anfang 2018 kam ja hier das erste Mal mit Dampf der Markt nach unten, ja, bevor es dann eben in Richtung Allzeithochs nochmal hochging und dann zum Ende des Jahres hier wirklich Schmackes wieder auf der Südseite aufkam, dieser Bereich dann nach unten durchstoßen wurde und jetzt der Markt im Prinzip in diesen Bereich wieder zurückgelaufen ist. Also dieser Bereich hier, diese Zone, die ist charttechnisch sehr, sehr wichtig und auch das, die Stärke hier am Freitag, und ich bin hier gerade noch nicht so überzeugt davon, dass diese Stärke, die hier gerade präsentiert wird in den US-Märkten, die zum Ende des Handelsjahres, ja, wir erinnern uns an den 26.12. Dow Jones und S&P mit einer granatenmäßigen Aufwärtsbewegung am Freitag, das war auch nicht so schlecht, was die Märkte uns da präsentiert haben an Stärke. Und ich glaube trotzdem immer noch nicht so richtig daran. Das ist irgendwie noch ein bisschen komisch und vor allem charttechnisch, wie gesagt, sind wir immer noch im übergeordneten Bild unterhalb wichtiger Bereiche. Was da ähnlich bedeutet, wir gehen mal auf den 4-Stunden-Chart, wir wissen ja jetzt, wir sind hier in einem charttechnisch wichtigen Bereich. Was da bedeutet, ich möchte es auch nicht ausschließen, im S&P und auch im Dow Jones die Abwärtsseite zu handeln. Und ähnlich wie im DAX bedeutet das hier, wenn wir erneut etwas Erholung sehen, hier in diesem nächsten Widerstandsbereich 2560, ja, das ist ähnlich wie im DAX, wäre ich da nicht abgeneigt, auch nach einem weiteren Steigen hier mal hier oben auf die Abwärtsseite zu setzen. Beziehungsweise, und da müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten, wir schauen da gleich mal drauf, nicht nur im DAX, der DAX ist auch von den Volatilitäten, von den täglichen Volatilitäten her sehr, sehr gut aktuell. Also wir haben hier weit oberhalb von 150 Punkten durchschnittlicher Tagesschwankungen. Und wir schauen hier mal im S&P. Das sind hier, man muss schon fast davon sprechen, dass das jetzt hier aktuell nicht so normale Zeiten sind in Bezug auf diese Volatilität, auf die ATR, die ich ja immer so oft anspreche hier an dieser Stelle. Wir sind im Tageschart, S&P-Tageschart. Und schaut mal, wo wir hier aktuell rangieren. Wir gehen mal hier rüber, ja. Wir schauen jetzt gerade auf die letzten 6 Jahre hier im S&P oder 5, 6 Jahre. Schaut mal, wir sind hier zwischenzeitlich Anfang vergangenen Jahres mit dieser Abwärtsbewegung, waren wir schon mal auf so hohem Niveau, knapp höher sogar von den täglichen Schwankungen und wir sind aktuell wieder auf so sehr, sehr hohem Niveau. Was da bedeutet, ich glaube, es waren am Freitag 80, 90 S&P-Punkte, was der Markt uns hier auf der Long-Seite präsentierte, wenn wir uns die letzte Kerze mal anschauen. Das Tief liegt 2440 und das Hoch liegt knapp 2540. Also fast 100 S&P-Punkte. Das ist extrem. Wir hatten Zeiten, da hat sich der S&P 10 Punkte am Tag bewegt. Ja, und jetzt 100. Also das ist eine extrem hohe Volatilität. Und somit, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass ich auch hier den richtungsentscheidenden Bereich für den S&P, für meine Gedanken, den Markt dann später auf der Short-Seite eventuell zu nehmen, etwas anpassen muss an die hohe Volatilität. Sprich, dieser richtungsentscheidende Bereich liegt einfach mal 50 Punkte tiefer als der aktuelle Schlusskurs. Und vor ein paar Wochen oder auch in der Aufwärtsbewegung, die wir sie hier dann im vergangenen Jahr gesehen haben, oder auch, wenn wir uns daran erinnern, 2017, diese Aufwärtsbewegungen mit Extremen. Wir sind im Tageschart, nicht vergessen. Schaut euch mal diese kleinen Tageskerzen hier an, in dieser Aufwärtsbewegung. Auch die Abwärtsbewegungen, die waren hier nicht so groß. Das ging dann erst eben hier entsprechend natürlich zum Ende des Jahres mit der Abwärtsbewegung los, diese hohe Volatilität, oder eben dann auch Anfang des Jahres mal. Und hier dann ging es, man sieht es auch hier auf der ATR, ging es von diesen Volatilitäten nach oben. Somit hier ähnlich wie im DAX die Überlegung, wenn wir im S&P noch ein Stück steigen, dann wäre hier oben mal die Möglichkeit daran zu denken, die Abwärtsseite zu handeln. Oder aber er läuft jetzt hier erstmal wieder nach unten, ja, sieht hier Schwäche. Mal gucken, auch hier würde ich jetzt die Abwärtsseite nicht ausschließen, wenn sich ein schönes Setup bildet und man einen schönen Trigger bekommt mit einem schönen Chance-Risiko-Verhältnis zurück in Richtung 2480. Ja, erstmal würde ich auch hier die Abwärtsseite mal versuchen. Aber hier oben auch die Long-Seite. Und da müsste man dann schauen in den täglichen Livestreams. Dafür machen wir sie ja, mal zu schauen, wo kommt der Markt rein. Ergeben sich hier eben nach Rückläufern Chancen des Kaufs, beziehungsweise nach Stärke Chancen des Verkaufs.
Verkaufs. Oberhalb auf jeden Fall von 2480 ist die Aufwärtsseite ebenfalls denkbar. Erstmal in den Bereich 2560 und dann auch natürlich in den Bereich, und da wird es dann aber für Verkäufe erstmal nicht mehr so interessant, dass wir dann sogar nochmal aus dem 60er Bereich hinauf in die 2596, beziehungsweise kann man dann hier auch von der 2600 ausgehen. Das ist hier die untere Grenze dieser etwas volatileren Schiebezone, die wir hier mal ausgebaut haben, die auch dann wiederum 200 Punkte groß war. Ja, erinnern wir uns dran, dann kam irgendwann der Break nach unten, und es ist natürlich jetzt hier dieser Break nach unten, und wir können natürlich auch definitiv an diesen Bereich erstmal wieder ranlaufen. Sprich hier oben mit Vorsicht und Bedacht weiterhin so ein bisschen die Abwärtsseite, aber eben auch Chancen des Kaufs. Also man hat so eine Zwitter-Situation, und da müssen wir mal schauen, wenn wir richtig schöne Unterstützung kriegen. Meistens ist es ja dann auch so, wenn wir zum Beispiel den Montag schon hinter uns haben, vielleicht auch den Dienstag schon hinter uns haben, Informationen bekommen, der Markt vielleicht als Beispiel Montag und Dienstag seitwärts tendiert, in einer kleineren Range wirklich vielleicht kleine Tage haben und dann eben Breakouts nach oben oder unten handeln können. All sowas sind ja dann Trigger für die Long- oder eben die Short-Seite, und das besprechen wir natürlich dann in den täglichen Livestreams auf Basis der Trading-Wochenanalyse. Und wenn es dann eben hier aber drunter geht, unter den Bereich, unter die Unterstützung 2480 in etwa, dann wird es hier wirklich interessant, und dann kann es auch wieder mit ein bisschen mehr Dampf vonstatten gehen. Die Abwärtsseite hier unten erst mit Käufen etwas vorsichtig, denn das Momentum, was wir vorher hatten, kann sich hier durchaus auch wieder einsetzen, und dann geht es mit Dampf nach unten. Alles mit dem Kerngedanken, dass ich an diese Aufwärtsseite hier aktuell noch nicht so glaube und wir ja hier wirklich in einem übergeordnet charttechnischen extrem wichtigen Bereich hängen, der durchaus das Potenzial hat, so viel Widerstand zu bieten, dass hier die Abwärtsseite doch nochmal eintritt. Also hier die Analyse so ein wenig logischerweise deckend mit der Analyse des DAXes. Wir blicken auf den Euro-US-Dollar, und auch diesen können wir nach wie vor, diese Analyse können wir recht schnell abhaken, denn der Euro-US-Dollar ist für mich nach wie vor nicht so interessant. Wir hatten zwar ein Szenario diese Woche, was dazu führte, dass ich mal den Gedanken des Shorts im Euro-US-Dollar bekommen habe, das dann auch, oder nicht auch, sondern ihr kennt das aktuell von mir, dass ich dann mir lieber den britischen Pfund anschaue, da der ein positiv korrelierender Markt ist, und wir sehen das hier schon. Wir sind aktuell erstmal, um das große Bild weiterhin einzunorden, wir sind aktuell weiterhin in dieser Schiebezone zwischen 14.30 und 13.30. Wir hatten am Anfang der Handelswoche mal diesen Start hier oben, diese Stärke, die durchaus mal wieder das Potenzial gehabt hätte, eventuell in Richtung 15.20, 15.30 zu laufen. Der Markt das aber nicht zeigte, sondern extrem schnell nach unten ging, mit Momentum nach unten ging und den unteren Bereich 13.30 anlief, sogar mal kurz an die 1.13 ran, um dann wieder schnell, ganz schnell, weil es wahrscheinlich kalt draußen ist sozusagen, außerhalb dieser Schiebezone, sehr schnell der Markt wieder in die Schiebezone rein ist, und das ist das, was ich ja hier immer wieder einzeichne, schon seit Wochen, dass der Markt sich hauptsächlich in dieser Zone aufhält und dann eben auch hauptsächlich wieder erstmal in diese Zone, oder die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er in diese Zone zurückläuft. Und irgendwann natürlich mal der Break kommen wird. Aber solange er mir das nicht zeigt, ich schon zwischenzeitlich, aber dann nur, wenn sich Momentum aufbaut. Und da zeigte sich, dass der Markt mal kurz, wir sehen diesen Docht nach unten hier, Momentum aufgebaut hat, was dann dazu führte, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir hier so ein bisschen zurückkommen, ja, wir hatten hier uns dann eben charttechnisch so ein paar Marken rausgesucht, dann könnte es sein, dass der Euro-US-Dollar wieder nach unten wegdriftet, was dann auch dazu führen wird, höchstwahrscheinlich, dass der britische Pfund nach unten wegdriftet. Und wir hatten da ein Szenario aufgebaut, was dann aber gar nicht zum Tragen kam, weil auch der britische Pfund, Momentum erst nach unten, Erholung nach oben und die entsprechenden Trigger, die Short-Seite zu handeln, kam nicht zum Tragen. Und das war auch ganz gut so, denn es wäre im Endeffekt hier nicht zu einem Profit gekommen. Also nach wie vor, solange der Euro-US-Dollar in dieser Zone bleibt, mache ich nichts, beziehungsweise wenn, dann schaue ich eben vorsichtig, dass ich, wenn irgendwo Momentumbewegungen aufkommen, ob sich charttechnische Situationen bieten, um das dann vielleicht weiterhin im britischen Pfund umzusetzen. Solange das aber eben hier weiter so schleppend geht, denke ich, bin ich da sehr vorsichtig mit Handlungen, und da kann man es dann einfach halten, und ich würde es einfach auch erstmal charttechnisch gut finden, und das besprechen wir schon seit Monaten mittlerweile. Die Abwärtsseite, wenn wir 13.30 nach unten verlassen sollten,
Beziehungsweise es sich irgendwie anbahnt, dass sich vielleicht hier ein Break durch diese Grenze bieten könnte, dass man hier kurz vorher die Abwärtsseite handelt, ja, dann würde ich mich breitschlagen lassen, dass ich das handle. Die Oberseite genauso, das hatten wir dann zwischenzeitlich auch mal mit Trigger-Varianten versucht, hier dann eben die Long-Seite, klar, wenn wir nach oben rausgehen, 15, 20, 15, 30 steht weiterhin auf der Uhr, kann weiterhin angelaufen werden. Aber ihr seht ja, die ganzen Versuche hier auf der Long-Seite wurden im Keim teilweise erstickt, ja, und aktuell ist es auch auf der Unterseite so, somit, wer eben defensiv agiert, der sollte so einen Break erstmal abwarten, dass der sich hier unten etabliert, dass der vielleicht dann auf der Unterseite, die ich favorisieren würde, dann anfängt eben fallende Hochs und fallende Tiefs auszubauen. Und wenn der in eine Trendbewegung übergeht, schaut euch das hier an, dann haben wir auch später noch die Chance, dann immer wieder nochmal reinzukommen. Werden wir ebenfalls natürlich in den Livestreams dann besprechen. Etwas vorsichtiger auf jeden Fall weiterhin hier im Euro-US-Dollar von meiner Seite. Gold, ich habe mal Fibonacci reingelegt. Wir haben in den letzten Wochen klar die Aufwärtsseite analysiert. Wir haben auch gesagt, es ist durchaus denkbar, dass der Markt eben ganz sauber, er macht es wirklich sehr, sehr sauber. Er läuft extrem sauber die entsprechenden Marken, die hier schon ganz, ganz lange im Markt drin liegen von unserer Seite. Diese ganzen Linien hier, die blauen Linien, die sind nicht angepasst. Die liegen seit Ewigkeiten hier wirklich drin. Und dann schaut man mal, wie schön sauber Gold hier im Prinzip an diese Bereiche dann immer wieder ranläuft. Dann kam hier mal so ein bisschen das Überpesen. Dann ging es hier in den nächsten Bereich, wieder zurück, in den nächsten Bereich leicht zurück und ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Und hier war jetzt der Gedanke, dass es durchaus denkbar ist, dass wir 1300 bzw. 1305 noch schaffen anzulaufen, aber dann kam hier auch zum Freitag etwas Schwäche rein, die eben überfällig war. Ja, weil so eine schöne, saubere Bewegung, da hatten wir darüber gesprochen, immer so vorsichtig sein, Käufe idealerweise erst dann, wenn der Markt etwas abgibt, um dann eben den nächsten Schwung nach oben mitzunehmen. Und jetzt kam hier ein wenig Druck nach unten. Und dieser Druck nach unten, der ist jetzt, der kann zum einen, denn wir sind, Moment, wir nehmen das Bild jetzt mal ein bisschen kleiner. Also wir wissen, wir sind in einem sauberen Aufwärtsmarkt. Haben jetzt natürlich hier diese kleinere Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs erstmal durchbrochen auf kleinerer Zeitebene. Ja, da sind wir ja wirklich hier so zack, 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 mehr oder weniger relativ sauber nach oben gelaufen. Ja, und sind ja jetzt hier mit diesem Momentum, haben wir natürlich so ein paar Tiefpunkte aus dieser kleineren Aufwärtsbewegung gerissen. Das übergeordnete Chartbild, das übergeordnete Long Chartbild ist aber mit diesem kleinen Rutsch nach unten mit Abstand noch nicht gebrochen. Ja, also hier, das ist eigentlich charttechnisch sogar nötig, solch eine Bewegung, um dann eben das übergeordnete Bild, wenn wir es zum Beispiel mal so einzeichnen, runter, um dann wieder hochzulaufen, weiter sauber umzusetzen. Denn ein Markt läuft nun mal nicht unendlich im Strich nach oben, sondern wir bekommen auch hier immer mal ein Zickzackmuster geboten, was zum einen für Einstiege interessant ist, aber dann eben auch dazu führt, dass man eben auch mal einen Gewinn mitnehmen muss, beziehungsweise dann auch der ein oder andere Kauf auf kleinerer Zeitebene vielleicht wie am Freitag dann eben mal schief geht. Und jetzt ist hier der Gedanke, wir sind etwas nach unten gekommen. Und wir sind aber nach diesem Rutsch nach unten schon wieder über diesem Unterstützungsniveau von 12,82 drüber. Moment, wir machen den Pfeil mal ein bisschen kleiner. Ja, wir sind ja hier im Prinzip nach unten, sind jetzt aber schon wieder da drüber. Und hier wird es dann jetzt erstmal, also ich persönlich werde hier das auf kleinerer Zeitebene betrachten. Grundsätzlich ist es hier natürlich nicht auszuschließen, dass wir, und das ist durchaus realistisch und das ist auch übergeordnet ein sehr, sehr wichtiger charttechnischer Punkt. Wir schieben das Bild hier nochmal zusammen. Schaut mal, die 13,05. Die anderen aktuell eingezeichneten Widerstände bzw. Unterstützungen hier, ja, das war hier mal ein kleines Tief, ja, das waren hier, so, hier waren es so zwei Punkte, die zu dieser Linie führten, beziehungsweise hier dann eben mal dieser Bereich, ja, hier hatten wir diese Schiebezone und dieses Tief für diese Linie, ja, und hier oben schaut mal, hier kommt jetzt ein Bereich, 13,05, der eben wirklich ganz oft schon eine tragende Rolle im Chart gespielt hat. Also nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern wirklich im Verhältnis zu diesen ganzen anderen Widerständen und Unterstützungen schon massiv. Und solch ein Bereich ist oft magnetisch wirkend. Sprich, es ist jetzt hier nicht auszuschließen, dass der Markt erstmal weiter die Long-Tendenz sieht, Richtung 1300 bzw. 1305 läuft. Vielleicht auch direkt weiter. Das werden wir sehen, aber davon will ich erstmal nicht ausgehen, sondern ich
kann mir vorstellen, dass 1300 bzw. im Endeffekt 1305 angelaufen werden kann. Nur sind wir per Schlusskurs knapp oberhalb von 82 hier und haben dann natürlich locker noch 18 bis gut 20 Dollar Chance auf der Aufwärtsseite. Und das ist jetzt nicht auszuschließen. Und ich denke, es gibt zwei Szenarien. Entweder der Markt ist wirklich so stark, auf die ich jetzt erstmal so setzen würde. Entweder der Markt ist so stark und läuft direkt weiter. Was bedeutet, oberhalb dieser Unterstützung 1282 hier, würde ich erstmal wieder an Käufe denken, ja klar, an Käufe denken wollen, um eventuell wirklich dieser Aufwärtsbewegung hier direkt weiter zu folgen und der Freitagsrücksetzer halt wirklich nur so ein kleiner Rücksetzer war. Also aggressiv, aber da muss der Markt, darf der jetzt gar nicht mehr großartig weiter nach unten fallen. Oder aber diese kleine angefangene Konsolidierungsphase setzt sich halt in diesem Markt übergeordnet etwas weiter nach unten fort, was dazu führt, unterhalb von 82 eben an die Abwärtsseite zu denken, beziehungsweise das ist dann antizyklisch wieder zu der Kernaufwärtsbewegung, zu dem Kerntrend. Wer das wiederum nicht machen möchte, der sollte dann wiederum abwarten, dass der Markt eventuell diesen Rücksetzer bis in diesen Unterstützungsbereich hier, diesen letzten Unterstützungsbereich, der eben auch hier vorne sich schon zeigte, dass der Markt in diesen Bereich zurückläuft, um dann von dort wieder an die Aufwärtsseite zu denken. Und dann kann es natürlich genauso weiter nach oben gehen, dann in den 13.05er Bereich und dann ist auch da nochmal gegebenenfalls, je nachdem wie er das vorher dann abgearbeitet hat, ist dann natürlich auch aus diesem Bereich dann erstmal mit Widerstand zu rechnen, dass der Markt dann vielleicht hier so ein bisschen zurückkommt, um dann weiter nach oben zu laufen. Das ist natürlich logischerweise, man versucht sich Eventualitäten zurechtzulegen, um dann eben in der kommenden Woche auch zu wissen, okay, wenn wir erst so laufen, dann könnte eben direkt der Widerstand an der 13 bzw. 13.05 stattfinden. Wenn der jetzt gleich Schwäche zeigt, dann kann der eben durchaus bis in den 63er-Bereich runterlaufen, um dann eben erstmal diesen Konsolidierungsmodus weiter umzusetzen, um dann hier unten eventuell wieder Stärke zu finden. Ja, das sind so die Gedanken, die ich jetzt aktuell für Gold hätte. Und zugegebenermaßen würde mir dieser Rückläufer in den 63er-Bereich, um dann eben Gas zu geben in Richtung 1300, 1305, am besten gefallen. Und mal schauen, für welcher dieser Geschichten sich der Markt dann im Endeffekt entscheidet. Auch hier werden wir definitiv in den Livestreams dann immer wieder draufschauen. Wie versprochen, zum Ende der Blick auf WTI Crude. Da sind wir ja sehr, sehr, sehr sauber abwärts tendierend unterwegs gewesen und konnten hier eben wirklich auch auf der Abwärtsseite gutes Geld verdienen. Der Markt gut nach unten gekommen. Auch hier hatte ich schon gesagt, die Reise ist hier, denke ich, noch nicht vorbei. Es kam die nächste Welle und wir hatten hier unten in der Trading-Wochenanalyse vor 2 oder 3 Wochen, da hatte ich es schon erwähnt, man muss so ein bisschen vorsichtig sein, denn diese Bewegung hier unten, die sah so ein bisschen aus wie so ein Sell-Off. Ja, das hatte man eben hier in diesem Bereich noch nicht ganz so gesehen. Sell-off bedeutet, dass eben nochmal so die letzten Leute irgendwo, die hier kaufen wollen, rausgeschüttelt werden. Und dann, wenn die dann keinen Bock mehr haben, ja, das ist ja immer so, jetzt hat gar keiner mehr Bock irgendwie zu kaufen. Und dann dreht der Markt auf einmal nach oben und rennt im Prinzip in die Gegenrichtung. Aber das sah hier unten so nach so einem Sell-off aus. Und dann eben auch diese starke Rückbewegung hier, diese erste starke Move-Bewegung auf der Nordseite, die dazu führte, dass ich auf jeden Fall etwas defensiver für die Short-Seite eingestellt war. Führte allerdings dazu, dass ich einen Trade gemacht habe auf der Short-Seite, der dazu führte, dass er direkt in den Stop rannte. Und zwar war das an dieser Stelle hier. Ich zeichne das mal kurz ein. Moment, das können wir so lassen. Machen wir einen Strich. Schaut mal, wir hatten hier in den Livestreams gesagt, okay, man kann hier so ein bisschen so eine Trendlinie einzeichnen. Und wenn der Markt hier gegebenenfalls diese kleine Trendlinie hier nach unten durchschreitet, dass es dann durchaus sein kann, dass der Markt hier mit Schmackes erneut die Abwärtsseite ausbaut. Was machte der Markt aber? Genau das Gegenteil. Er rannte mit Momentum nach oben und das führte dazu, dass ich hier wirklich einen kleinen Treffer, negativen Treffer auf der Abwärtsseite bekommen habe. So ein kleines Risiko musste ich hinnehmen und dann lief der Markt erstmal nach oben, erneut erstmal in den 47,20, 47,30er Widerstand, um dann in den Bereich, der jetzt charttechnisch eigentlich viel, viel wichtiger ist, in den Bereich 49,20 hier zu laufen. Und das ist hier im Prinzip dieses Tief, ja,
dieses letzte markante übergeordnete Tief, was jetzt der Ölpreis im Prinzip, zack, Moment, das sollte jetzt kein Viereck werden, sondern ein Pfeil. Der Markt kam ja lange, lange runter, ja, erholte sich ja dann mit dieser Schiebezone so ein bisschen hier, um dann die nächste Welle auf der Abwärtsseite auszubauen. Und jetzt sind wir erstmal nur charttechnisch völlig sauber, sind wir nur in diesen Bereich reingelaufen. Was jetzt hier erstmal natürlich auf der Hand liegt, ist der Gedanke, und der sei an dieser Stelle definitiv erlaubt, dass es weiter nach unten geht, dass hier wieder Schwäche einsetzt. Allerdings würde ich es hier noch, auch noch erlauben, dass der Markt hier, schaut mal, wir haben dieses nächste Widerstandsniveau, das ist auch nicht so unwichtig. Und die Kernschiebezone hier in dieser Schiebezone, in dieser Seitwärtszone, die hat eigentlich, ja, eigentlich in diesem Bereich hier so stattgefunden. Und somit ist nochmal so ein leichter Schub nach oben durchaus denkbar, aber spätestens dann ist hier die Abwärtsseite erlaubt. Und ich denke, ich werde mich hier, wenn der Markt unterhalb der 49 rangiert, durchaus des Öfteren vielleicht auch zwei, dreimal breitschlagen lassen, die Abwärtsseite zu handeln. Mit dem Gedanken, dass wir hier dann eben auch den übergeordneten Abwärtstrend nochmal weiter fortsetzen, dass es hier weiter nach unten geht. Ja, mit dem ersten Ziel Bewegungstiefs. Und das reicht. Schaut mal, wie groß das Risiko war vergangene Handelswoche. Und das wird auch in dieser Woche dann jetzt dann nicht in der kommenden nicht größer sein. Das ist ja hier dieser rote, dieses rote Viereck war das Risiko des Trades, des Short Trades. Und schaut mal, die Chancen, die sich da grundlegend bieten, die sind um Welten größer. Also ich brauche, wenn ich hier in diesem Bereich 49, 48, 50, vielleicht auch an der 48, irgendwo an der Short-Seite hier, wenn ich da irgendwie reinkomme, selbst noch tiefer, habe ich gute Chance-Risikoverhältnisse allein mit dem Ziel der Bewegungstiefe. Und wenn die Abwärtsseite weiter aktiv ist, wovon ich erstmal nicht überzeugt, darf man ja nicht sein, aber ich denke, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass die Abwärtsseite hier weiter erstmal Aktivität zeigen könnte, dann bin ich hier auf jeden Fall gewillt zu verkaufen. Wenn allerdings hier weiter Stärke reinkommt, dann lasse ich es erstmal im Gold. Denn wir hatten ja hier in diesem Bereich, Moment, Pfeile. Wir hatten ja in diesem Bereich hier schon mal eine Schiebezone über ein paar Tage. Ja. Und es ist jetzt dann nicht auszuschließen, ähnlich Euro-US-Dollar erinnert euch dran, wenn wir jetzt hier die Stärke sehen, ja, hier ist ja immer noch so ein bisschen der Short-Bereich, aber wenn wir hier reinlaufen in diesem Bereich, dann ist es auch denkbar, dass wir hier erstmal so ein bisschen hin und her pendeln. Das bedeutet immer nicht zwingend, dass wir, oder dass es Gesetz ist, untere Seitwärtsgrenze, obere Seitwärtsgrenze, dass wir diese abarbeiten, sondern die Schiebezone kann auch durchaus etwas kleiner sein. Und dann macht es eben nicht so einen Spaß zu handeln, weil wir schnelle Richtungswechsel haben. Sprich, der Schiebebereich hier ist erstmal für mich uninteressant, weder long noch short. Wir müssen uns dann neu einnorden. Wenn ich dann 2, 3, 4 Tage drin bin, dann müssen wir mal gucken, eventuell wieder ein Breakout-Gedanken auf der Nord- oder Südseite. Oder aber eben auch in der nächsten Trading-Wochenanalyse dann das Bild neu einnorden und schauen, was können wir daraus machen, wenn wir dort hängen bleiben. Ja, ansonsten Vorsicht, drunter weiter die Short-Seite. Und wenn das alles nicht so funktioniert, Gas runternehmen von den Trades und dann eben schauen, dass man eben in der kommenden Woche dann vielleicht, in der übernächsten Woche dann ja schon, vielleicht was draus macht. Beziehungsweise wenn dann eben Öl vielleicht so ein bisschen shoppy wird, dann kann es auch sein, dass es von der Watchlist dann erstmal wieder runterrutscht. Ja, kommt ja immer erstmal so als Zusatz hinten dran. Und dass wir dann vielleicht nochmal einen anderen zusätzlichen Markt uns hier schnappen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein zu den Märkten DAX, S&P, Euro, US-Dollar, was hatten wir am Ende? Gold und natürlich jetzt hier WTI Crude. Ich hoffe, ihr könnt den ein oder anderen Gedanken für euer Trading mit benutzen. Ich würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr natürlich dem Video einen Daumen hoch gebt und entsprechend hier für die kommende Woche dann Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns gerne in den entsprechenden Livestreams. Bis dahin dann, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.